Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, in dieser Folge hatte ich jetzt vorgehabt, so ein bisschen wieder weiter erkunden zu gehen. So, und in der nächsten dann halt weiter aufbauen. Ich habe mir gedacht gehabt, so was passiert, wenn wir einfach nur weiter mal geradeaus laufen. Hier in den Wald rein. Wäre mir auch eigentlich lieber, wenn wir jetzt, da ist meine Hütte, auf den Morgen warten, wenn es wieder heller ist. Können wir schlafen? Immer noch nicht. Immer noch nicht können wir schlafen. Warum nicht? Ja, hier ist Haus rot. Okay. Alles Fleisch. Und ein Steinchen, aber keine. Ach, da ist eine Feder. Ein bisschen mulmig fühle ich mich schon, hier entlang zu gehen, gerade in der Dunkelheit. Ich hoffe, das war nur ein Karnickel. Ja, sicher fühle ich mich auch nicht, so im Dunkeln in den Wald reinzugehen. Und die Nacht ist noch sehr jung. Ach nö. Digga, wo ist der? Seh nicht da. Ach ne. Nein. Ja, nein. Nein, aua. Ah. Nein. Nein. Wer sind die? Nein. Boah, drei auf einen Schlag. Ja, nein, nein, nein. Ah! Nein! Boah. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Alter, fünf Stück. Wie soll gegen fünf hier klarkommen? Aua! Ah! Digga, aus euch mache ich nachher. Nein! 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 Das passiert jetzt schon wieder. Die verschleppen mich schon wieder.
So, und schon wieder in einer Höhle. So. Medizin haben wir ja noch was. So. Kennen das Spiel. Nehmen auch wieder die Axt. Hier scheint ein Ausgang zu sein. In welcher Höhle sind wir jetzt? Aber hier können wir wieder ein bisschen was sammeln. Wo sind wir? Ah, wir sind wieder in der Höhle. Okay. Aber hier ist ja schon ein Ausgang. Würde ich sagen, können wir auch wieder raus. Weil die hatten wir ja schon letztens untersucht. Moment. Wo sind wir? Ach, da hinten. Licht machen wir auch wieder aus. Dann machen wir hier auch noch mal so ein kleines Signalding. Hier, Signalflagge. So, und hier machen wir auch wieder blau. Blau ist für Höhle. Oder haben wir? Blau, ja, blau sind Höhlen. Und dann müssen wir in diesen Weg. Aber wir können hier auch ein bisschen mal erkunden. Hier haben wir nochmal einen Computer. Geil, wieder Energies. Irgendwas muss ich. Ja, Siegel haben wir wieder zwei. Batterien. Nice. Medizin, das ist auch wichtig. Wir brauchen Medizin auf jeden Fall. Damit. Energie sind voll. Ja, wie sieht der denn aus? Warte, ah, so bückt man sich genau. Den Wellen noch mehr von was auch immer das war noch mal. Ach nö. Ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Das war genug Action. Und fünf dieser
Viecher da überrannt zu werden. Na, Tagebucheintrag. Ach ne. Sind mir tatsächlich hinterhergelaufen. Ich muss diesen Weg. Ach ne. Direkt noch eine Hütte von denen, noch ein Dorf. Neues Tier entdeckt, nice. Aber hier können keine Haie mich attackieren, ne? Da haben wir einen Muschiklaus. Jo. Da haben wir einen Muschiklaus. Und noch ein Vieh. Keine Ahnung, wie das heißt. So, aber. Ich dachte, da läuft noch einer. So, wir hatten aber hier irgendwo eine To-Do-Liste oder so. Liste. So, erkunde hängende Höhlen, weiter. Erforsche die hängende Höhle, weiter. Erkunde Höhle der Anwälte. Erkunde Wasserfallhöhle. Ja, das sind die da hinten, wenn man so stampfen hört. Noch ein Muschiklaus. Zwei Muschikläuse. Ja, ich will nicht gegen die kämpfen. Der eine Muschiklaus ist, glaube ich, sogar weiß. Jo. Wenn wir hier kämpfen, wir sind so derbe am Arsch. Wir werden so auseinandergenommen. So, ich will jetzt aber weiter. Diesen Weg. Ich hoffe nur, diese ganzen Getraps und so weiter, die da im Hintergrund hört, dass nur die Kanickel sind. Auf noch eine Begegnung mit den allen hätte ich wenig Lust. Vor allem, wir haben jetzt auch eh keine andere Wahl. Wir müssen jetzt. Wir müssen jetzt die Burg da weiterbauen.
Mit Verteidigungsanlagen und so weiter. Und dass wir auch einen einfacheren Weg als mit diesem Boot darüber haben. Und da sind wir auch schon da. So, wie viel haben wir schon erkundet? Ja, erkennt man nicht so gut. Aber da wären wir schon unser noch nicht ganz so sicheres Zuhause. Und da alles abgeholzt. Da existiert fast gar nichts mehr an Bäumen. Einfach mal. Ich will schon die Insel hier jetzt als sicheren Zufluchtspunkt haben. Das ist sogar noch der falsche. Ich würde sagen, wir gehen auch wieder darüber. Und sammeln dann weiterhin Holz. Solange es noch hell ist. Wir machen eben die letzten 32 Baumstämme fertig. Machen wir das zumindest schon mal. Hoppala, falscher Knopf. Ja, falls ich auch aktuell nicht so gesprächig bin, bitte habt Nachsicht, ich bin immer noch ein bisschen erkältet und die Nase ist immer noch zu, beziehungsweise ein Nasenloch zu, das andere ist am Laufen. Ja. Und aktuell denken, so worüber man erzählen kann, fällt mir auch aktuell ein bisschen schwieriger. Aber ich hoffe, ihr habt da Nachsicht. Ah, hier scheint schon da zu sein, irgendwie. Wir kommen nicht weiter wegen den Schildkröten. Egal. Vorne haben wir ein paar Bäume. Da hat sich was bewegt. Ah, die schon wieder. Müssen die immer hier entlang kommen?
Ich glaube, die eine hat uns gesehen. Und rennt weiter. Wir gehen langsam, wir gehen ruhig dahin. Ja, nur diesen Baum. Den haben wir. So, den haben wir. Den hier brauchen wir noch. Hähnchen nehmen wir auch noch. Jo. Und den nehmen wir auch noch. So. Kippt in die Richtung, ja. Ja, so geht's auch. Und dann rollt es zumindest runter. Dann rollt es alles in meine Richtung hier. Ja, wie man hier sieht. Ach nö. Die sind jetzt schon wieder da. Ja, ich habe hier noch was zu essen. Warte mal. Verdorben, verdorben, verdorben. Weg, weg, weg. Den haben wir noch, der ist frisch. Scheint jetzt nur der eine zu sein, ne? Die nehmen wir mal weg. Oder so, so, so. Können sich die Meerestiere davon ernähren? Und jetzt nur der zu sein. Der ist tot. Dann brauchen wir jetzt langsam auch unser, ich muss sagen, was ist denn das? Unser Holz. Da ist es. Nein, nicht schon wieder. Boah. Woher kommen die alle? Weg. Weg. Ja. Weg.
Komm. Ja, komm. Ja, mein Bohr brauchst du nicht kaputt zu hauen. So, das war's mit dem. So, dann eben ganz schnell meine Baumstämme einsammeln. Und dann wieder zurück. Notfalls sind wir noch mit der Spraydose bewaffnet. Hier sind ja noch ein paar Schildkröten. Jo. Und so. Machen wir uns eben noch ganz schnell was zu essen, denn wir scheinen hungrig zu sein. So, mach ich zwei. Und hoffentlich kommen da keine Ureinwohnern wieder vorbei. Ja, erste Fleisch ist fertig. So, Leben ein bisschen aufgeladen. Dann holen wir uns die Balken. Und da kommen sie auch wieder. Natürlich. Die haben den Spotlight richtig auf mich gezogen. Hoppla. Ja. Wie es weitergeht, ja, erfahren wir dann halt in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du wieder mit eingeschaltet hast und ciao.